Hallo, ich zeige jetzt mal, wie man mit Grasshopper auf die Kontrollpunkte einer Nöpskurve zugreifen kann und da ihren Weight-Wert verändert. Kurze Pause. So, weiter geht's. Und zwar ist es ja so, ich habe ja bei einem normalen Nöps-Component in Grasshopper nicht die Möglichkeit, den Weight Wert der Kontrollpunkte zu ändern. Das ist zumindest mein bisheriges Wissen. Wenn ich jetzt mal hier so eine typische Kontrollpunktkurve nehme, dann habe ich die Kontrollpunkte selber. Ich habe den Grad der Kurve und dann habe ich noch die Aussage darüber, ob diese Kurve geschlossen ist oder nicht. Also mit Weight ist da gar nichts. Wird mal kurz gelöscht. Der Hannes Löschke aus dem Grasshopper Forum hat einen Hinweis gegeben, wie das geht, dass man den Weight-Wert an der Nöps-Kurve ändern kann. Ich habe das auch genau so nachgebaut. Ich bin Anfänger in Rhino, ich bin Anfänger in Grasshopper und ich habe es nachgemacht. Das heißt, das, was man hier sieht, das hat er vorgemacht, das ist also nicht mein Werk. Ich will es nur nochmal sagen, weil Ehre wem Ehre gebührt. Ja. Wie gesagt, ich bin auch Anfänger. Ich habe es aber versucht nachzuvollziehen und das versuche ich jetzt gerade hier in diesem Video kurz zu sagen, was ich da verstanden habe, damit das ich selber für später weiß, wie das funktioniert hat. Also normalerweise läuft es ja so. Ich mache jetzt mal alles. Entschuldigung, ich muss das mal hier kurz erheben, aber auch sichtbar machen. So, die mache ich auch mal alle wieder sichtbar. Die Ausgangslage ist jetzt die, dass ich. Die Ausgangslage ist die, dass ich Punkte habe und mit diesen Punkten mache ich zunächst mal eine Interpolated Curve. Und diese Interpolated Curve, die geht durch diese Punkte logischerweise, ist also keine Nöps-Kurve. Und ich möchte gerne, dass diese Kurve später Kontrollpunkte hat. Also ich möchte die Kontrollpunkte dieser Kurve sehen und ich möchte diese Kontrollpunkte ändern können, und zwar ihren Weight-Wert, also ihren Weight-Parameter. Nicht ihre Lage, das ist ein anderes Thema, sondern ihren Weight-Wert. Ja? Und jetzt muss ich also diese Kurve quasi erstmal in einer Kontrollpunktkurve umwandeln und muss dann einen Weg finden, wie ich unterdessen auf dem Weg dahin den Weight-Faktor ändern kann in Grasshopper. So, diese Kurve ist das hier und die Kurve, die ich später haben möchte, ist die hier. Das ist eine Nöps-Kurve und zwar wird die definiert durch Kontrollpunkte, das Weight der Kontrollpunkte und die Knotenpunkte. Das ist also eine etwas andere Definition als den Component, den ich gerade gezeigt habe. Das ist auch beides sind Nöps-Kurven, Nöps, aber eben mit unterschiedlichen Eingangsparametern. Und die hier erlaubt mir eben, das Weight-Faktoren für die jeweiligen Punkte anzugeben. Die stehen im Moment alle auf 1, wie man sieht, was auch der Standardwert ist bei einer neu gezeichneten Kurve dritten Grades. Und jetzt mache ich das so: Ich habe also diese Interpolated Curve. Extrahiere aus der die, oder wenn ich mir vorstelle, das soll eine Nöps-Kurve sein, dann hilft mir dieser Component, der heißt Control Points, dabei Kontrollpunkte dieser Kurve zu finden. Diese Kontrollpunkte benutze ich dann, um daraus diese Nöps-Kurve zu machen. Das ist das eigentliche Prinzip. Ja? Also zunächst mal zeichne ich die Kurve, die ich eigentlich haben möchte. Das ist das hier, das grüne Ding. Aus der entwickle ich Kontrollpunkte, die dann außerhalb liegen irgendwo. Blende das jetzt mal ein. Die sind dann nämlich da oben, da, da, da und da und da. Anfangspunkte liegen auf der Kurve, der Rest natürlich nicht mehr. Und diese Kontrollpunkte benutze ich dann, um daraus diese neue Kurve zu machen, die natürlich dann auch erstmal nur so aussieht wie die hier. Ja? Das muss auch klar sein. Ich blende dazu jetzt diese Ursprungspunkte mal aus, denn die interessieren mich jetzt ja wirklich am wenigsten. So, weg sind sie. Moment mal, das war doch irgendwie anders gedacht. Ausblenden. Die sollen wieder eingeblendet werden. Die sollen vor allen Dingen eingeblendet werden. So. Und die sollen aber ausgeblendet werden. So. Ja, ich stelle mich noch ein bisschen umständlich an. Wie gesagt, Anfänger. Also, Ursprungspunkte, und zwar nicht spätere Kontrollpunkte, zumindest fast nicht, sondern nur Punkte, die auf der Kurve liegen. Daraus eine normale, in Anführungsstrichen, Kurve, Interpolate Curve. Dann werden die Kontrollpunkte daraus entwickelt und aus der entsteht dann die Nöps-Kurve. Das ist der erste große Strang in meinem Konzept hier oder in dem Konzept von
Hannes. Wie heißt er gleich? Löschke. Sorry, Hannes Löschke. Ich bin, wie gesagt, noch nicht so vertraut mit der Szene. So, man sieht hier Punkte als Liste. Okay, sieht man auch schon. Dann Weight-Faktoren als Liste und Knotenpunkte. Die Knotenpunkte sind die, die ursprünglich auf der Kurve lagen. Alles drei wird im Prinzip übertragen von diesem Component zu dem Component, also Kontrollpunktextraktion oder Entwicklung zu Kurve. Nur man sieht schon, die Weight-Faktoren, die machen einen Umweg, die gehen über ein Replace-Item-Component. Und das bedeutet, dass ich Punkte meiner Liste, und zwar dieser Weight-Liste, ändern kann. Und das ist ja auch das, was ich möchte. Warum überhaupt Listen? Klar, ich meine, ich habe 9 Punkte, die sind durchnummeriert von 0 bis 8. Ja, das kann man hier sehen. Ich mache mal kurz hier so ein, ja, es ist gleich Panel und zeige euch mal ganz kurz oder euch diese Liste. Da sieht man, es gibt 9 Punkte, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meine zählt immer bei 0 los und die haben alle den Faktor 1 beim Weight. Ja. So, und also Weight, das da, ne? So. Habe ich vielleicht vergessen am Anfang zu sagen. Gut, und diese Liste muss ich jetzt itemweise ändern können. Das ist zumindest der Plan dieser Schaltung. Und insofern kann ich also nicht einen Wert hier ändern, um dann sozusagen die Kurve zu bearbeiten, sondern ich muss sagen, ich muss Grasshopper sagen oder Rhino sagen, aus welchem Punkt aus der Liste ich gerne ändern möchte. Deswegen ist es ein bisschen umständlicher, als hier einfach so einen Faktor vorzuhängen. Und dazu gibt es eben diesen Replace-Item-Component, der ist extra dazu da, Listeneinträge zu ändern, also zu auszutauschen. Und da sieht man, die Eingangsparameter ist die Liste selber. Da übernehme ich jetzt mal die Liste der Weight-Faktoren und füge die einfach hier ein. Der Ausgangsparameter ist der gleiche. Der Output geht direkt wieder da rein in den Eingangs-Input der Kurve. Ja? Und die Modifikation erfolgt quasi hier und hier. Das ist einmal i-Item und das ist der Index des Items. Und man sieht schon, ich habe hier eine Spalte Indizes, 0 bis 8. Und die entsprechenden Values, die sogenannten Items. Der Item wird also geändert und zwar basierend auf einem gewählten Index. Für den Index habe ich hier einen Number Slider und der erlaubt mir jetzt von 0 bis 8 die jeweiligen Kontrollpunkte auszuwählen. Das ist also Kontrollpunkt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, keine Ahnung, nee, umgedreht. 6, 7, 8. Je nachdem, welchen ich jetzt auswähle, ich nehme jetzt mal den Punkt 3, das wäre also 0, 1, 2, 3. Der da oben kann ich jetzt mit Hilfe dieses Sliders das Weight verändern. Dazu mache ich das mal kurz wieder auf 1. Dazu mache ich noch schnell diese Kurve hier unsichtbar, weil die will ich später nicht mehr sehen. Die ist ja nur so eine Art Hilfskurve. Und ja, und jetzt sage ich also für den Kontrollpunkt Nummer 3 hätte ich gerne eine Wertänderung vorgenommen. Und die Wertänderung selber, die erfolgt hier an dieser Stelle, Item. Und da gibt es eine Multiplikation des Ursprungswertes, der aus dieser Liste stammt, ja, mit einem Faktor. Und das, was aus der Liste kommt, das ist jetzt auch wieder nicht so einfach. Das ist nämlich der Faktor B. Da gibt es ein List-Item-Identifizierer, Identifier sozusagen. Da kann ich sagen, ich möchte aus einem bestimmten Punkt aus meiner Liste bearbeiten. Und das steht hier auch, Retrieve a specific item from a list. Und dazu gibt es zwei Eingänge. Einmal die Liste selber. Das ist schon wieder die hier mit den Weight-Faktoren. Deswegen geht die da rein. Und es gibt die Angabe der Indexnummer, die dann entsprechend hier eingefüttert werden muss. Und das ist jetzt zum Beispiel Nummer 3. So, das heißt, dieser Item Retriever, der liefert im Moment logischerweise einen Wert 1, denn für den Index Nummer 3 gibt es den Wert 1. Es gibt für alle anderen Indizes auch den Wert 1, aber auch eben für den Index 3. Das heißt, hier kommt also eine Zahl 1 raus, die geht hier in den Faktor b rein von meiner Multiplikation. Und hier kommt jetzt mein Faktor, wie zum Beispiel sagen wir mal 10. Also 10 mal 1, logischerweise ist das dann 10. Ich hänge das mal kurz hier dran. Ja, siehst du wohl, 10. Das heißt, die 10 geht jetzt hier in den Wert rein, der dieser
Item Replacer sozusagen jetzt weiterreichen soll an meine Kurve. Und das tut er auch brav. Er nimmt jetzt den Wert 10 für den Kontrollpunkt Nummer 3. Ich hänge mal kurz den Ausgang meines Item Replacers hier an dieses Panel. Und jetzt kann ich hier sehen, da ändert sich sozusagen der Wait-Faktor für den Punkt 3. Leider bleibt das nicht so. Wenn ich jetzt hier den Punkt 4 einstelle, dann nimmt er da den Wert 6, 0, 1 und so weiter und so weiter. Also die Schaltung ist nicht vollkommen. Ja, sie erlaubt es mir jetzt immer temporär für jeden Punkt den Wait-Faktor zu verändern. Und wenn ich dann den Index hier verändere, dann habe ich entsprechend diesen veränderten Wert einem anderen Punkt zugewiesen. Das ist also noch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Ich könnte jetzt diese Kurve quasi backen mit dem Bake-Command und dann hätte ich die Kurve mit dem geänderten Weight-Faktor für den Punkt Nummer 4 zum Beispiel. Aber noch intelligenter wäre es natürlich jetzt, ich könnte das dauerhaft einstellen und zwar für jeden Punkt beliebig und das würde dann so bleiben. Aber nichtsdestotrotz, also das ist jetzt erstmal der Weg. Danke, Hannes Löschke, für diesen Hinweis. Ich merke mir das jetzt, das war mir total wichtig. Ich habe schon die ganze Zeit davon geträumt, wie kann ich Weight-Werte einer Kurve dritten Grades, einer Kontrollpunktkurve mit Grasshopper manipulieren. Man glaubt es kaum, aber das war wirklich mein Plan. Und jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Also,